und herzlich willkommen mit dabei Strategie Command Born Europe, Mehrspieler gegen General Honigblume. Und das dürften wohl ein paar ruhige Züge jetzt noch werden. Muss ein bisschen gucken, womit man den Deutschen jetzt noch Geld ausgibt, weil ja, die mal eben ihre Panzerstreitkräfte verdoppelt haben. Die Finanzen ein wenig hier und da. Ist gar keiner mitgeflogen auf Eskorte, oder? Dann ist es ja ziemlich gut gegangen. Das Bergwerk wird sich bald erholen. Und nochmal fliegen würde dann wahrscheinlich nicht. Ja, also die Schiffe vor Kanada ankommen lassen. Kleinen Krieg an der Maginot-Linie. Und sehen, wie man das Geld verteilt. So zwingend braucht man noch den dritten Fallschirmjäger. Und dann hatte ich auch über... Nee, ich meine, wir wissen, dass er da Schiffe hat. Komm mit den U-Booten mal auf... Oh, also Verdacht, wo er so ein bisschen vorsichtig hier rausfährt. Wahrscheinlich sind seine schützenden Schiffe hier irgendwo und einfach versucht, die hinteren Schiffe zu überfallen. Wenn die Dinger ja sonst nur rumstehen. Drei Stück, das könnte vielleicht reichen, ein größeres Schiff umzuhauen. Auf jeden Fall mal schwer zu beschädigen. Immer vorsichtig, wobei, ach komm, sonst geht mal Gas. Treffen wir uns dann oben mit dem anderen U-Boot. Ich sehe, dass hier irgendwo ein britisches U-Boot, also eins von denen steht. Okay, jetzt hat er es natürlich auch gesehen. Sonst war du mal hier zwischendurch. Ja, muss man mal sehen, wie gut das noch funktioniert, aber du kannst mal schon hier oben noch anschleichen. In ein paar Zügen kriegen wir auch die norwegischen Häfen, da kann man sich dann im Zweifel absetzen. Na, ich mach mal eben zu die Flotte zuerst. Und ihr sollt hier erstmal rauskommen. Ich hab den Feindkontakt wirklich schon sehr nah dran. Ich hoffe, dass du dich zumindest dann noch absetzen kannst. Wenn die so nah sind, würde ich auch riskieren zu kreuzen. Okay, jetzt nicht so nah da. Da hat man am Ende doch wieder Kontakt, aber erstmal weg. Du setzt dich auch noch ab. Gut, das wären die Schiffe soweit. Dann das Landheer, immer der hochspannende Punkt. Hier drüben bitte in Position, bis auf zwei Leute, die da hinten aufpassen. Wenn ihr dann alle da seid, könnt ihr auch demnächst eure Moral dann mal wieder verbessern. Wobei bei dem müsst ihr eben aufpassen. Könntest vielleicht da unten schon ein paar nehmen. Vielleicht weiter Kleinkrieg führen könnten. Ihr könnt natürlich trotzdem noch etwas ranfliegen. Der eine ist ja zumindest aktiv. Panzer auch gerne her. Die brauchen dann auch noch hier Upgrades. Und wenigstens der eine noch ein Elite-Sternchen. Die Armee darf noch ran und so wie sie steht. Ach, ich hoffe mal, dass jetzt kein Schlamm ist nächstes Mal. Nicht auf einer Straße. So, das wären die Bewegungen. Dann gucken wir mal, ob hier noch... Nee, auch trotz teilweise Unterstellungen zwischen stehen die dazu fest. Dann müssen wir da eigentlich nichts machen. Gut, Italien. Eine Tendenz sagen, spart auf die Infanteriewaffen und danach kümmern wir uns so langsam mal ein wenig um die Positionierung. Ist noch nicht so wichtig und die Heilung ja bei den Deutschen. Um den Fadi zu kaufen, hätten wir noch Zeit. Der Marinebomber wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Jetzt im Mai da. Andererseits will ich auch forschen. Wahrscheinlich schon noch die Infanteriewaffen, Erdkampf. Zweitens, der Flugzeug wird auch ein bisschen hinterher. Und dann hat die Amphibische will ich natürlich auch haben.
Geht jetzt nicht amphibisch um den Marinebomber, glaube ich. Wenn man nicht noch irgendwo Geld auftreibt, aber deutsches Flugzeug auflösen, nee, das wäre es nicht wert. Die Waffen, ich meine, jetzt sind die schon am Laufen. Na gut, nochmal die fahren ansonsten die Panzer. Also wenn man keine Landungsboote hat, wäre es das Naheliegendste, die nach hier unten zu bringen und dann hier alles zu überrollen. Das wäre durchaus ein solider Plan. Seelöwe ist halt ein bisschen... Also ich hätte die Landungsboote ja schon gerne in der Hinterhand. Man kann den anderen Kram nicht endlos rauszögern. Wer kriegt jetzt doch einen in der Landung und den anderen Kram demnächst? Und wir sparen das Geld, die 126, man könnte zwar den zweiten reintun, aber wir sparen das in der Hoffnung, nächstes Mal den Marinebomber zu kriegen und vielleicht irgendwas anderes. Da müssten hier noch alle geheilt werden, das wird alles eng mit der Finanzplanung. Hier hilft noch ein. Jeder irgendwer kommt und Stress machen will, ja, das wird alles eng mit der Finanzplanung. Macht jeder überall weiter. Und ich würde sagen, wir können den Zug beenden. Passiert jetzt auch nicht viel. Und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei General Honigblume mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.